Ja, man, wer hat denn keinen Zahnrad im Kofferraum? Zahn habe ich da schon drin. Zahnrad weiß ich jetzt nicht. Ein Zahn, ja, weil du wieder jemanden da drin transportiert hast, den du vorher im Baseballschläger verprügelt hast, wa? Mhm. Ich weiß, wo das Zahnrad ist. Da! Ah! Mhm. Aber wie kriegt man das da weg? Das ist die andere Frage, mein Lieber. Und was hat damit dieser Kran jetzt zu tun, frage ich mich. Und was ist da oben vor allem? Sieht aus wie ein Magnet. Also hier sind Mülleimer. Also es sieht nicht nur aus wie ein Magnet. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es ein Magnet ist. Yo. Also wir könnten uns vielleicht da rein verstecken, weißt du? Oskar. Aber ich komme da nicht so richtig, weißt du? Oskar, nicht in die Mülltonne, komm. Schon in der Sesamstraße genug in der Mülltonne. Aber ist doch schön da drin. Vor allem, wenn da noch so alte Schalen und so drin liegen, das ist doch super. Ja, mach mal was damit. Mist. Mist, 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 Mist. Das ist zu hoch, ne? Was wäre denn, wenn ich dir den Deckel hoch mache? Was ist das? So, ich bin im Kofferraum. Ich halte den mal mit meinem Kopf oben. Das könnte sogar funktionieren. Es könnte nicht nur, es hat funktioniert. Das ist crazy. Hm. Ich sag ja, mit meinem Kopf kann ich Dinge bewegen. Mhm. So, ich weiß nicht, ob es so klug war, dass ich jetzt hier oben bin. Das werden wir jetzt sehen. Was machst du denn da? Was ist denn da? Erzähl mal, ich sehe ja nichts. Kurbel? Ach du Kacke. Wen kurbelst du denn? Das wüsste ich auch gerne. Ich kurbel gerade einfach. Ich weiß nicht, ob ich damit den Strom einschalte. Das kann ich dir gerade nicht sagen. Naja, ich habe auf jeden Fall ein neues Versteck gefunden. Ich kann von hier schön observieren, weißt du? Also mir ist auch gerade dezent schlecht vom Kurbeln. Ja. Weil sich der Bildschirm dadurch ganz komisch dreht. Aber irgendwie scheint das auch nicht richtig gewesen zu sein. Aber wenn du da oben kurbelst, ne? Aber irgendwas passiert mit dem Zahnrad. Bewegt. Ich habe in die falsche Richtung gedreht. Ist runtergefallen. Beziehungsweise zu mir gefallen. Ich versuch's. Oh, ist bei oh mein Gott. Dir da oben, oder? Wo ist das? Ja, ja. Habt ihr mal entgegengeworfen. Toll, was bringt der Kran jetzt hier? Gar nichts. Was für ein Quatsch. Schade. War kurzfristig eine Krone. Lässt liegen? Warte mal, vielleicht kann ich dich krönen. Willst du a la MacGyver aus der... Oh, das klappt. Das klappt. Naja, fast. Aber du wurdest gekrönt. Es rollt weg. Es rollt einfach weg. Ist gut, ne? Stark platziert. Product Placement auf ganz hohem Niveau. Und jetzt? Weiß ich nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Willst du die Mauern einreißen? Ja, so machen wir. Wir machen alles kaputt. Was hältst du? Vielleicht kann ich den Kaktus umreißen. Diese Kaktus. Bis jetzt haben wir eigentlich versucht, um alles kaputt zu machen. Was? Ich weiß ja auch nicht, was das ist. Vielleicht brauchen wir das ja noch. Nein, ich komme nicht an den Kaktus. Ich glaube nicht. Ich glaube sogar, das ist einfach nur... Meinst du nur ein blödes Deko-Element? Ja, genau. Damit das nicht so leer hier aussieht. Mein Würde ist ja genau da. Also es würde dann näher aussehen. Man so. Könnte aber auch, guck mal, das Ding hier einfach abmachen, weißt du? Das ist ein Atommüllfass, das bringen wir einfach mal hier hin. So, dieses komische Ding könnte man natürlich auch abmachen, ne? Ja, auch in Spielen ist Mülltrennung sehr wichtig. Bitte, dann könnte man sich da an die Kette hängen. Vielleicht ist das ein anderer Weg oder wir können da nochmal, weißt du? Man kann sich da vielleicht auch reinlegen und sich dann durch die Gegend fahren lassen. Weiß ich ja nicht. Naja, fast, aber ging theoretisch ging das. Aber gut. Nur Scheiß im Kopf dabei. Hast das Zahnrad schon... Was? Hast das Zahnrad schon eingebaut? Und?
Oh, da geht's weit. Ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Ich habe noch nicht mal den Knopf gedrückt. Das ist einfach. Den hatte ich schon gedrückt. Heißt das, wenn ich jetzt nochmal drücke, passiert nichts. Okay, alles klar. Jetzt werden wir erschlagen. Bestimmt die Geheimkammer von Dr. Evil hier. Kenne ich gar nicht. So, Dr. Evil. Nicht mit uns. Genau, erstmal nach links, hätte ich auch gesagt. Wir sind unter dem Kran, oder? Da? Nee. Ja, doch, von der Position her. Bleibst du mal ganz kurz hier? Ich versuche mal eben was. Ja, es ist heute schönes Wetter draußen, ne? Im Gegensatz zu gestern Abend. Ne, kann man genießen. Ja, gestern war schlimm, ne? Gestern war ein Drama, man hat ja gar nicht aufgehört. Also zu regnen, zu hageln und zu stürmen. Es war wirklich ein verrücktes Festival des Wetters dort. Hallo! Draußen. Ich höre deine Schritte. Du, soll ich dir mal was sagen? Hier ist so ein Hebel dran, den könnte man tatsächlich mit dem Kran nutzen. Hier liegen Steine drauf, vielleicht kriegen wir die einfach so weggezogen. Ja, die kriege ich so weggezogen. Ich bin ja sehr stark, das weißt du. Ich habe ja am Steroidenprogramm des CIA teilgenommen. Das heißt, man hätte ja auch einfach so durchbrechen können. Vielleicht. Das interessiert mich jetzt. Schön, dass ich hier die ganze Arbeit machen muss, weißt du? Ich guck dir jetzt nur zu. Ja, klar. Ja, das ist ja dein Standardjob. So. Wäre jetzt noch ein Klo, dann wäre es schon eher mein Job. Oder? So geht's auch. Der Affe wurde von Dr. Evil gefangen genommen. Mein Job von Agent 00 nichtig ist es jetzt, den Affen wieder zu befreien. Hilfe! Kann ich da dran hüpfen? Ja. Was, Hilfe? So. Stimmt jetzt nicht mit dir, was machst du? Ja, ich muss doch den Kran hier freimachen. Ich muss doch an den Haken kommen, weißt du? Ach, du willst das Gitter mit dem Kran. Ach so. Ja, was hast du denn gedacht, dass ich stark bin, oder wann? Mhm. Da weißt du auch genau, dass das nicht der Fall ist. Aber das Blöde ist, ich könnte... Hilfe nicht... brauchen, oder was? Ja, ist gar nicht so einfach, diesen Ring da drüber zu kriegen. Hilfe kommt. Keine Sorge. Wer nach Hilfe ruft, bekommt Hilfe. Genau. So. Da bin ich. Wie kann ich hinfahren? Wir müssen irgendwie das Ding hier wegkriegen, weißt du? Das hier? Okay. Ja. Vielleicht müssen wir das nur drehen. Und dann können wir den Ring doch vielleicht abnehmen, oder? Ja. Jetzt lass mal los. Und wenn wir jetzt den Ring da irgendwie ein bisschen zart drüber kriegen... Warte, ich versuche da mal genau. Da dran zu kommen. Ich habe den Haken. Ja, guck, hier ist den Schaufel frei. Du führst den Ring, ja? Ja. Aber wie willst du denn mit dem Ring den Ring da jetzt hochheben? Ja, ist eine gute Frage. Müssen wir das einfach. Ja, genau. Kann man den nicht da irgendwie einhaken oder so? Hab ich jetzt auch gedacht. Und dann zieht man einfach alles weg. Willst du den einmal um 180 Grad drehen oder so lassen? Wir müssen den ja irgendwie da reingefrümmelt kriegen, ne? Ich würde dann. Also, ich würde glaube ich 180 Grad drehen und dann von oben rein. Weißt du, was ich meine? Kriegst du das denn hin? Weiß ich noch nicht. So ist nicht oder, schlecht. Ja. Können wir doch jetzt bestimmt da irgendwie nicht kippen. Der soll so bleiben, ne? Wenn wir den jetzt da irgendwie so rumgefrümmelt kriegen. Ich pack mal eine andere Position. Ich muss den ein bisschen runter. Damit ja, auch, ich zieh. Reingeht. Das ist hin, ne? Doch, jetzt. Ich bin draufgestiegen, dann ging's.
Aber wie kriegen wir das jetzt hoch? Beide dran ziehen und hüpfen vielleicht. Ich würde ja immer noch irgendwie diesen Kran nehmen wollen. Aber wie? Also, weiß ich gerade auch nicht. Wir könnten das aber schön verhaken. Warte mal, wenn ich das jetzt hier irgendwie rumgezogen kriege. Ich gehe mal ein bisschen nach unten. Kannst du mal gegenkontern, dass der drin bleibt und ich mich sozusagen drum drehen kann? Du müsstest einmal auf die andere Seite, bitte. Achso, ich hätte jetzt hier dran festgehalten. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt da... Ja, das könnte vielleicht auch klappen. Kriegen wir... Ich komme aber nicht ganz rum irgendwie. Spring mal dabei. Ach Mensch, Handys, haltet doch mal die Fresse. Ich habe so viele Handys hier mittlerweile liegen, ne? Und jeder meint, er müsste irgendwas mitteilen. Das ist wieder nicht. Komm. Gut, wie wir Stunden für nichts verbringen, weißt du? Ja. Und jetzt? Oh? Oh? Warte, warte, warte. Jetzt wieder einhaken. Und jetzt müssen wir es einhaken, ja. Ach, gut, dass ich einen Baggerführerschein gemacht habe. Also wenn das wirklich klappt. Das ist, sieht so, völlig falsch aus. Schön. Ui, 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 ui. Ja. Ich nehme der Gerät. Komm ruhig noch ein bisschen drum. Also weiter nach links. Naja, Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich hab, ich muss mal eben den richtigen Punkt greifen. Mehr geht nicht. Das ist alles. Mehr kann ich nicht. Okay, dann mache ich das mal eben manuell. Okay, andere. Ne, noch nicht andere Richtung. Ich würde das vielleicht nach oben ziehen. Ja, du bist nicht weit weg. Mhm. Warte, warte, warte. Ganz sanft. Jetzt. Das ist so bescheuert. Das ist so einfach so übertrieben bescheuert. Weil das gar keinen Sinn macht, was wir jetzt gemacht haben. Wer weiß, wofür es gedacht ist. Juhu! So das? Weil man es ja auch wirklich nur so abkriegt, ne? Ja. Hi. Hallo. Das funktioniert einwandfrei hier. Was machst du jetzt? Ja, runterlassen. Errungenschaft freigeschaltet. In die Röhre gucken. Ha, wie lustig, cool. Und wo geht's hier hin? Das ist cool. Also, dass es dafür sogar eine Errungenschaft gibt. Asi, Asi, au, au, au! Warum bringst du uns denn um? Ich wollte nur gucken, wohin wir kommen. Au! Ja, irgendwie hat das, sind wir, ne? Ich glaube, gestorben. Hm. Na gut. Hab ich im Gefühl. Also, die Geheimhöhle von Dr. Evil haben wir gefunden. Hm. Mit einer Errungenschaft fand ich stark. Ja, man muss auch mal ein bisschen kämpfen. Nicht immer nur schnell fertig werden, weißt du? So, was haben wir denn hier? Hier ist ein Tuff-Tuff. Tuff-Tuff. Ah, da müssen wir da Kabel. Ah, da kennen wir uns ja auch. So. Das hier ist auch eine sehr verdächtige Brücke. Ja, bitte. Die Scharniere sind nach außen, aber ich krieg die nicht auf. Au. Das sieht komisch aus. Vorgeschoben. Meinst du von innen?